So, weiter, meine Damen und Herren, geht es mit den Orthopäden bzw. Rheumatologen. So, und in diesem Fachbereich gab es 2011 eine faustdicke Überraschung. Der Dauersieger MSD, so viel vorweg, wurde abgelöst. Die Tochter von Merck & Co. aus New Jersey hatte seit 2003, also seitdem die Orthopäden an der Pharmatrend-Umfrage teilnehmen, immer gewonnen. Diesmal lief das anders. Und zwar so. Auf Platz 3 Pfizer mit 5,3%. Platz 2 geht an den bisherigen Platzhirsch MSD mit 8,7%. Und die goldene Tablette geht in diesem Jahr, meine Damen und Herren, an Amgen mit 15,3%. Ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von über 300% der Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Ich darf Dr. Michael Studen bitten, den Preis entgegenzunehmen. Dr. Studen leitet bei Amgen die Entwicklung im Bereich Osteologie. Herzlich willkommen. Bitte schön. Herzlichen Dank. Und gleich nehmen wir das Mikrofon. Herr Dr. Studen, Sie haben den Stimmanteil verdreifacht. Wie erklären Sie sich diese Explosion an Liebe und Zuneigung? Ich denke, das hat wesentlich damit zu tun, dass wir echter Pionier auf diesem Gebiet waren, indem wir jetzt hier auch ausgezeichnet worden sind durch die Orthopäden, Rheumatologen. Das heißt, ein für uns neues Fachgebiet, neue Facharztgruppe und da steckt viel Arbeit dahinter. Da steckt 30 Jahre Entwicklung auch dahinter, was jetzt Gesamt-Amgen-Investitionen angeht, aber auch natürlich 15 Jahre harte Entwicklung halt auch im Bereich der Osteologie. Und ja, wir sind stolz und ich bin voller Freude, diesen Preis heute entgegennehmen zu dürfen, weil ich denke mir, was Besseres kann einem nicht passieren, wenn die Forschungsarbeit so ausgezeichnet wird. Was hat Amgen genau auf diesem Bereich, den Sie gerade geschildert haben, zu bieten an Produkten? Also wir haben ein Produkt, Sie hatten es, oder vorhin war das in der Ansprache schon erwähnt, das Prolia, was mehr oder weniger einen neuen Meilenstein bedeutet in der Entwicklung, in der Entschlüsselung des Knochenstoffwechsels, was einen wesentlichen Beitrag leistet in der Therapie der Osteoporose und damit einer Volkskrankheit, die eine hohe Last bedeutet für Patient, für die Ökonomie und ja, letzten Endes ein Problem für die Bevölkerung darstellt. Was bereiten Sie gerade in den Forschungslabors vor? Was kommt in den nächsten Jahren auf uns zu? Wir sind weiter im Bereich der Osteologie tätig. Mhm. Wir entwickeln auch weiter in diesem Bereich. Wir haben ein weiteres Produkt, was wir auch in der Koproduktion, genauso gut wie unser Produkt Prolia, was wir gemeinsam mit GSK erfolgreich vermarkten, auch noch weiter nach vorne bringen möchten und sind da auch sehr zuversichtlich, da auch mit zeitnahen Erfolgen aufwarten zu können. Lassen Sie mich kurz das, was ich mit Herrn Dr. Jelito ganz kurz angerissen habe, an Sie weitergeben. Amgen setzt weltweit über 15 Milliarden Dollar um. Fällt da der Rückgang der Arzneimittelpreise in Deutschland irgendwie ins Gewicht? Das trifft sicherlich auch unser Unternehmen natürlich genauso hart wie alle anderen Unternehmen, Kolleginnen und Kollegen genauso. Aber umso schöner ist es natürlich auch zu sehen, dass wir irgendwo das auch zurückgezahlt bekommen und dass sich, Herr Söder hat es schon dargestellt, letztendlich die Innovation doch dann irgendwo bezahlt macht und auszeichnet. Noch einmal herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren Amgen und Dr. Michael Studen. Dankeschön. Applaus